Hi, ich bin der Tom vom Maus Bike Shop. Wir sind auf dem Bike Festival 2022. Wir checken das Ganze aus. Bleibt dran. So, wir sind jetzt hier auf dem Bike Festival beim Cube-Stand. Vor mir ist der André. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Und ich habe schon zwei Räder gesehen, die jetzt neu ins Portfolio kommen. Magst du dazu uns mal ganz kurz was zeigen? Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal losgehen. Wir stehen ja gleich vom ersten hier, das Cube AMS 099. Also das ist unsere Marathon-Waffe in der vollgefederten Variante. Das ist jetzt hier das Topmodell, das SET, also bist du unter 10 Kilogramm mit dem Remote, damit das Fahrwerk komplett gelockt werden kann. Elektronische Schaltung, also alles vom Feinsten eigentlich. Komplett Carbon, alles wo Carbon ranging, haben wir dran, Felgen, Rahmen etc. Und preislich kann man wirklich sagen, also wenn man jetzt mal guckt, ich meine, Fox 32, ihr habt es auch so ein bisschen mit der Regenbogenlackierung, oder? Beim SLT? Beim SLT ist es zurzeit, sage ich mal, unsere Farbsprache, nenne ich es jetzt mal, zur Designsprache auf jeden Fall. Das ist dieses Prism Silver halt, was ein bisschen Leuchteffekt hat im Licht. Und es soll halt auffallen, aber dezent. Das ist so diese. Wir haben jetzt auch tatsächlich bei der Cube-Flotte einen Cross-Country-Rad vermisst, was vollgefedert ist. Ich meine, vorher gab es ja auch diverse Bikes, aber das ist jetzt tatsächlich, was habt ihr euch denn bei dem Rad jetzt so gedacht? Also es gab vorher schon das AMS, das vollgefederte Cross-Country-Rad, aber das ist jetzt nochmal eine deutliche Weiterentwicklung. Wir haben quasi die Erfahrung aus dem bisherigen AMS rausgezogen. Man erkennt auch noch so kleine Parallelen, wie jetzt hier zum Beispiel die verdeckte Umlenkung oder Anlenkung vom Dämpfer, der Rocker. Was hier eine kleine Besonderheit ist, wir haben hier mehrere Rivets dran für die Trinkflaschenhalterung. Also man kann hier auch zwei Trinkflaschenhalterungen übereinander fahren, hat auch einen schweren Tiefpunkt dadurch. Es ist also sehr kompatibel, weil ja mittlerweile auch viel so in dieses Packing mit reinkommt und sowas, wo Leute sich verschiedene Möglichkeiten auch noch ans Rad schrauben. Insgesamt ist die Geometrie deutlich moderner geworden, also etwas länger. Wir haben einen verstellbaren Lenkwinkel, das ist glaube ich nicht die Regel in dieser Bike-Klasse, aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Na, man kann halt einfach seinen eigenen Bedürfnissen nochmal die Geometrie anpassen. Ne? Ich fahre das Rad selbst sehr gerne. Ich fahre es halt mit einem flachen Lenkwinkel. Ich nutze es also auch als Trailbike und bin ja super happy. Lass uns noch mal kurz zum Rahmen gehen. Also ich bin 1,72. Würdest du mir eher M oder eher L empfehlen? Bei einer 1,72 würde ich dir zu einer M empfehlen. Ich bin jetzt 1,78, 79 und fahre die L. Und ich glaube, da bist du auf einer sicheren Seite. Also es ist ein sehr, ich sag mal, moderates Rad, wenn man weiß, okay, ich fahre normalerweise einen M-Rahmen, es fällt nicht größer oder kleiner, sondern man kann dann auch die Rahmengröße beibehalten. Eigentlich ja. Also es ist halt in der heutigen Zeit immer schwierig, da konkrete Aussagen zu treffen, weil jede Firma macht andere Geometrien, jede Firma macht auch teilweise andere Angaben. Aber also als Referenz meine 1,78, 79 mit einer L sehr gut bedient. Und 1,72, wie gesagt, dann holt ihr euch eine M. Genau. Okay, und alles, was da drunter ist, dann irgendwie Richtung S. Genau, richtig, so sieht's aus. Super. Dann lass uns doch nochmal zu einem, ich sag mal, Hardtail gehen im Cross-Country-Bereich. Haben wir bis jetzt bei uns tatsächlich auch noch nicht im Laden gehabt. Was haben wir denn hier Schönes? Also es ist das aktuelle E-Light, was wir hier stehen haben. In der Race-Ausstattung, es ist eigentlich auch eine Kampfansage, wer so einen guten Mittelweg sucht, gerade preis-leistungstechnisch. Es ist sehr, sehr leicht. Die Variante, die jetzt hier steht, in der Rahmengröße M, hast du 9 Kilogramm. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Ansage. Auf jeden Fall. Ich sage ja immer, es gibt Räder, das ist so ein gutes Mittelmaß. Mehr Rad braucht kein Mensch und ich glaube, das ist genau das Rad, wo wir hier davor stehen. Ne? Lass uns noch ein bisschen über die Ausstattung reden. Ich sehe halt schon RockShox Hit, Carbon-Laufradsatz, Fragezeichen. Hier ist ein Alu-Laufradsatz drin in der anderen Varianten, es gibt noch höhere Varianten, gibt es auch mit Carbon-Laufradsatz. Ich glaube, das ist dann jedem selbst überlassen, wo er halt genau sein Budget festlegt oder was er auch, Oder ist 9 Kilo trotzdem eine Ansage? Ist auf jeden Fall eine Ansage, also man sieht, der Rahmen hat mächtig Potenzial, ja. Ansonsten, die üblichen Verdächtigen verbaut, also Magura-Bremsen, sehr leicht natürlich, die MT8. SRAM-Ausstattung 1x12 ist mittlerweile ja alles gesetzt und sonstige Newman-Komponenten, halt wieder Carbonlenker. Wir haben die Carbon-Sattelstütze hier drin mit. Also alles, was man eigentlich sich wünscht, ja. Ich habe jetzt auch gesehen, auch tatsächlich auch super fürs Uphill-Fahren. Gabel kannst du auch locken tatsächlich? Gabel logischerweise, Cross-Country auch zum Locken. Auch hier haben wir den Acros Steuersatz drin mit verstellbarem Lenkwinkel. Es ist ziemlich simpel, weil man braucht theoretisch kein Werkzeug. Ich sag mal, ich klammer jetzt mal den Imbusschlüssel aus, um den Vorbau zu lösen. Aber wir könnten jetzt hier eigentlich am
selbst in dem Ständer schon den Lenkwinkel verstellen, ohne groß was zu machen. Also quasi ein sehr vielfach einsetzbares Rad. Je nachdem, wie ich es gerne hätte, kann ich es dann auch benutzen und auch dementsprechend einstellen. Die Tendenz ist ja immer mehr, dass auch Cross-Country-Fahrer oder Personen, die halt ein Cross-Country-Fahrrad wollen, auch trail-lastig unterwegs sind, also schnell, nochmal schnell. Das typische Down-Country, wie man es nennt. Down-Country, genau. Vielleicht zähle ich mich da auch ein bisschen mit rein und die bevorzugen halt dann doch auch lieber einen flacheren Lenkwinkel. Ist halt eine super Alternative. Ich meine, bevor du dir jetzt einen 140er, zum Beispiel auch mit 27,5 und sagst, okay, ich fahre doch gerne mal Trails, aber doch eher tourenlastig, dann wäre jetzt zum Beispiel auch sowas in die Richtung dann zwischen den beiden die Alternative. Ne? Also ein ganz kleiner Zusatz noch bei dem AMS, das steht jetzt hier als 099, also mit 100 mm Federweg vorne und hinten. Die gleiche oder das gleiche Rad gibt es noch etwas verändert als 111, dann hat man von 120 mm und hinten knapp 110. Und reicht ja auch vollkommen aus. Es reicht vollkommen aus und es ist dann wirklich, weil ich noch mal sagen kann, so die eierlegende Wollmilchsau, wo man eigentlich alles abdecken kann, ja. Ganz kurze Frage noch für die Mechaniker. Züge, also quasi zum Thema, es gibt ja manche, die gerne eine Sattelstütze zum Absenken nachrüsten wollen. Innenverlegte Züge, kann man da mechanikerfreundlich, also kann man gut durchziehen? Also ich habe das los, dass ich mir meine Räder meist selber auch mit aufbaue und es ist eigentlich ziemlich simpel. Wir haben hier, wir können nochmal rübergehen. Wir haben hier die Eingänge. Wenn man es einlegt, also wenn es neu kommt, ist eh schon mit Leerhülsen verlegt. Und wenn man es jetzt nachrüsten möchte, ist es eigentlich auch kein Problem. Man kann die Kurbel rausnehmen, geht hier oben rein, hat unten den Zug, schiebt ihn ran und fertig ist. Also ist quasi möglich, Sattelschützen nachzurüsten? Kein Problem, ja. Okay, super. Dann lass uns nochmal zu einem, ich sag mal, für mich auch interessanten Bike, das 215 gehen. Okay. Zum also ist nicht nur für dich interessant, ist auch für mich interessant. Ja. Das ist ja eher so die Sparte, wo ich eigentlich herkam, ehemals vom Downhill-Fahren. Und es ist schön eigentlich mittlerweile ein 215 zu sehen, was so den Stand hat. Ich habe vor vielen, vielen Jahren bei Cube angefangen. Wir haben angefangen für mich, mein erstes Downhill-Rad zu entwickeln. Und jetzt stehen wir eigentlich vor einem Rad, wo der Max und Danny Hart drauf fahren. Die haben sogar schon wieder eine nächste Stufe im Prototypen-Status. Aber es ist einfach schön zu sehen, was sich in der Zeit entwickelt hat. Und es ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Rad geworden, ein sehr simples, sehr leichtes, was mir persönlich sehr gut gefällt. Wir haben ein Carbon vorderes Rahmendreieck, wir haben einen Alu-Hinterbau. Es ist, ich denke auch hier wieder fürs Geld viel Rad. Wir liegen jetzt hier bei 15,9 Kilo, wir rechnen immer ohne Pedalen logischerweise. Hat ja jeder seine eigenen. Hat jeder seine eigenen. Und natürlich dann nochmal reifenabhängig, was man halt für Reifen wählt etc. Fährt man mit Inserts oder nicht, ne? Ganz kurze Frage, Mullet, ja oder nein? In diesem Fall hier nicht. Aktuell nicht. Zum Thema, gerade jetzt sind wir jetzt hier im Downhill-Bereich, wir haben jetzt heute auch den World Cup in Fort William. Danny und der Marc starten. Wem drückst du denn die Daumen? Oder was meinst du, wo sich da Danny platziert? Also gestern, ich habe so am Rande hier, weil ich selbst bei einem Rennen unterwegs war, noch die Quali verfolgt. Max hatte leider ein bisschen Pech, aber es gehört, glaube ich, zum Sport dazu. Das ist passiert. Er ist aber protected und kann trotzdem starten heute. Danny ist, glaube ich, auf Platz 6 oder 7 gelandet und ich drücke auf jeden Fall beiden die Daumen und hoffe natürlich, dass einer heute ein paar Stufen laufen kann. Ja, wir drücken auf jeden Fall auch die Daumen. Ich denke mal, Top 10 für einen Danny ist auf jeden Fall machbar. Ja, ich sag Top 5. Minimum. Wir sind gespannt. Ich sehe jetzt auch noch Fox Factory, Fahrwerk, da habt ihr wirklich immer die Top-Ausstattung drin. Ja. Auch wieder Magura-Bremsen und ich sag mal, wir sind Preis bei 6.000 Euro. Das ist für das, wie du schon gesagt hast, sehr viel Rad. Ja, also wir geben uns natürlich Mühe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der rote Faden bei Cube, dass wir für jeden ein gutes Rad bieten können. Und gerade bei Fox, wir geben sehr, sehr viel Zeit oder investieren sehr, sehr viel Zeit und Energie in die Abstimmungen der Räder. Also wir verbringen viele Stunden oder Tage auch tatsächlich dann auf verschiedenen Strecken, um für den Endverbraucher auch wirklich ein abgestimmtes Rad hinzustellen. Es ist jetzt nicht so, dass hier einfach nur ein Standard-Fox-Dämpfer drinsteckt, sondern der Fox-Dämpfer, der hier drin ist, der hat seinen Code für dieses Rad und ist genau dafür auch abgestimmt. Und das ist eigentlich uns auch sehr wichtig, weil das gesamte Paket soll eigentlich passen.
Und wir sagen jetzt auch mal, wenn jetzt jemand sagt, okay, 6.000 ist mir immer fällig, es gibt das Rad ja, wie gesagt, auch noch in anderen Ausstattungen, Race, Pro etc. Richtig. Also auch wenn ihr da möchtet, wenn ihr sagt, okay, ich möchte keine 6.000 Euro für einen Downhill ausgeben, wenn ich bin gerade Bike-Anfänger, möchte ja. gerade erstmal gucken, ist das Hobby denn was für mich? Wie gesagt, da auch gerne mal auf der Cube-Seite vorbeischauen oder bei uns im Shop, genau. ne, bei uns im Fahrradladen, da haben wir dann auch die anderen Modelle dann ausgestellt. Super, so, dann lass uns gerade für die Kleinschredder, da hat sich ja in den letzten 5 Jahren, oder ich sag mal 4 Jahren, wirklich viel, viel getan. Wir gucken uns gleich nochmal, wenn sich das Rad fertig angeguckt wurde, nochmal kurz ein Kids-Rad. Da kennt sich ja aus. Ach so. Kleine, ja. Ja. Das heißt, auch für die kleinen Junior-Fahrer unter uns haben wir jetzt mittlerweile, ich meine, das war ja früher, gab es ja solche Räder nicht. Da hast du welche kleinen 24-Zoll-Räder genommen und bist dann mit dem Bikepark gefahren. Ihr habt jetzt ein Kids-Bike quasi entwickelt. Genau, genau. Also ich denke, die Zeit war schon lange, lange reif, dass es auch für Kinder gute Räder gibt. In unserer Zeit war das eben leider nicht der Fall. Das heißt nicht, dass wir nicht gut Fahrrad fahren konnten, also die Möglichkeiten dafür hatten. Aber wie man hier bei dem Rad jetzt sieht, die Kids haben natürlich jetzt einen super guten Einstieg, wenn die Eltern mitspielen. Das ist schon die eine Sache. Und die Tendenz ist einfach so, dass der Bikesport ja auch mehr zum Familienerlebnis geworden ist. Und was bringt uns das, wenn das Kind ein schlechteres Rad als die Eltern haben und die wollen am Wochenende ihre Zeit gemeinsam mit der Familie im Bikepark verbringen? Und ich war gerade eben noch mal oben an der Downhill-Strecke, weil es mich nach vielen, vielen Jahren nicht mehr Rennfahren wieder gejuckt hat, mal zu sehen, wie es ist. Und also mir stellt es schon die Haare auf immer vor Freude, wenn ich so kleine Kids aussehe, wie gut die fahren. Vor allem, die sind schnell ohne Ende. Sie sind schnell, sie bewegen sich elegant und sind noch frei im Kopf und das finde ich halt so super cool. Denen ist es auch nicht, hoffentlich noch nicht wichtig, was da alles dran steckt und was für Handschuhe sie tragen. Einfach cool zu sehen und ich glaube, es braucht einfach so ein Rad für Kids. Ich denke auch für Nachwuchs ist es gerade, weil ich meine, wir haben früher, ich habe mit dem Baumarktrad angefahren, da gab es sowas einfach noch nicht. Das hört dann natürlich auch total, ich sag mal so, da trennt sich irgendwann auch die Spreu vom Weizen. Man erkennt viel früher, dass viele junge Fahrer auch Potenzial haben, auch, ich sag mal, wenn sie die Chance bekommen, auch im World Cup oder deutsche Meisterschaften mitzufahren. Und ich finde, das fördert das Ganze. Auf jeden Fall. Also ich bin halt der festen Überzeugung, wenn die Basis, und die Basis sind für mich die Bikeparks, die jetzt da sind, wenn die vorhanden ist, und ich glaube, da ist Deutschland mittlerweile immer besser aufgestellt, auch jetzt hier nach 2 Jahren, was ich wieder an neuen Trails gesehen habe, ist es halt auch wichtig, dass man in Anführungsstrichen das Werkzeug oder Spielzeug dafür zur Verfügung hat und besonders für Kids. Und ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, wenn ich mal ein Rad habe, was nicht dafür geeignet ist. Deswegen auch da bitte nochmal ein Appell an euch, liebe Bikepapas. Wenn ihr mit euren Kids in den Bikepark möchtet, entweder holt euch ein Leihrad oder auf lange Zeit dann wirklich holt euch ein vernünftiges Rad, was auch wirklich dafür da ist. Ihr bezahlt euch sonst wirklich Unkosten an Reparatur und Neuteilen. Deswegen da lieber einmal was Vernünftiges, wirklich was dafür freigegeben ist, auch dann kaufen. Auf jeden Fall. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Und ja, man möchte sein Kind nicht mit viel schlechteren Sachen auch fahren lassen. Und ja, ich sehe das als großes Ganzes, wie schön dann so ein Tag auch mit dem Kind sein kann. Und es zeigt ja auch, dass nicht nur die Räder dann parallel entstehen oder grundsätzlich entstehen. Also für Kids kommen dann eben auch wirklich die Ausstattungen dazu, auch sicherheitsrelevante Ausstattungen. Also alles das, wo ich mich auch wohlfühle, wenn ich mit meinem Kind in den Park gehe, weil wenn es halt mal stürzt oder sonstiges. Ne? So, jetzt nochmal kurz zum Fahrwerk von dem Ganzen. Was haben wir denn hier für die Kids an Federweg verbaut? Also Federweg ist jetzt hier ein 120er drin. Das sind auch Luftelemente, also ich kann die tatsächlich gut für das Geringe, das ist ja immer so ein Problem, für geringe Gewichte Federelemente gut abzustimmen. Die sind dafür geeignet. Also lasst euch das, wenn ihr euch für das Rad entscheidet, auch gut in eurem Bikeshop des Vertrauens einstellen. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Geht mit dem Kind, wenn es so ein Rad hat, in den Shop. Macht das richtige Setup. Das ist kein Hexenwerk. Ein guter Handel kann das einstellen mit einer Luftpumpe, sage ich mal. Ja, und mehr braucht ein Kind auch nicht. Also ein Kind braucht keine sonstigen Federwege. Die haben noch viel kleinere Arme. Es muss immer ein guter Mix zwischen Gewicht, Federweg, Technik etc. alles sein. Ne? Super, André, das war es eigentlich jetzt schon so mit den Bikes, die uns so am meisten interessierte. Vielen Dank für deine Zeit. Habt noch einen schönen Tag auf dem Bike-Festival. Und wie gesagt, und wenn ihr Bock habt, auch nochmal die ganze Cube-Family, die ganzen Bikes auszuchecken, entweder bei uns im Fahrradladen vorbeikommen oder auf der Cube-Seite. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall die ganzen Neuheiten und immer gespannt sein, wann die neuesten Räder rauskommen. Dann auf jeden Fall schon bei uns vorbeikommen und dann reservieren. Jo, Andi, dann. Danke dir für deine Zeit. Schönen Tag euch. Jo, viel Spaß. Und viel Spaß beim World Cup gucken. Alles klar, danke euch auch. Ciao, ciao. Ciao.